Hallo, heute werde ich den letzten Motiv auf diese Serie machen. Und hier schlagt uns vor, fünf Farben zu benutzen. So, die sind meine klassischen. Und noch drei solche habe ich genommen. Die sind auch ungefähr halb Acryl, halb Baumwolle. Werde ich die erste Schlaufe machen und danach noch 7 Luftmaschen. Die 7 Luftmaschen verbinde ich in die Runde. Dann werde ich gleich verstecken. Mache 3 Luftmaschen und jetzt soll ich noch 15 Stäbchen in diesen Ring machen. Ganz einfache Stäbchen. So, die 3 Luftmaschen, das ist das erste Stäbchen, noch 15, insgesamt 16 Stück. Also 16 Stück. Und zeige ich jetzt euch, wie kann man die Reihe beenden, ohne dass sichtbar zu sein. So, ich lasse die Schlaufe einfach locker und komme nicht in die 3 Luftmaschen, in den ersten normalen Stäbchen von hinten rein. So, beide Faden. Und jetzt ziehe den Faden nach hinten. Und jetzt soll ich den Faden da rein machen, so, zum Schließen. Wenn ich das abschneiden kann, alles klar. Ich schneide das einfach ab, ziehe das hin und bekomme so eine Runde. Aber wenn ich das kann nicht abschneiden oder möchte nicht abschneiden, nehme ich diese Schlaufe ein bisschen größer. Und zusammen mit diesem Faden und der ganzen Arbeit ziehe ich es durch. Und dann mache es zu. Und so bekomme ich eine fast gleiche Stelle, so da oben. Kann man das, wenn man das braucht. Wenn man braucht das nicht, macht einfach. Nächste Reihe werde ich in die Farbe machen. Und nächste Reihe sind die Popcorn. So, das ist die Kette, wie ich extra am Ende gemacht habe. Auf einer Seite habe ich 2 Faden, nehme nur eins. Auf andere Seite nehme die beide. So mit.
Und von dahin ziehe ich eine neue Farbe, eine ja, andere Farbe. Drei Luftmaschen nach oben. Und jetzt in die gleiche Stelle soll ich noch drei Stäbchen machen. So, vier insgesamt mit diesen drei Luftmaschen. Die lasse ich locker aus, komme in die dritte Luftmasche rein und von da hinten ziehe ich den Faden vor. Zusammen machen. Jetzt drei Luftmaschen. Ein Stäbchen lasse ich aus, im nächsten mache das gleiche. Vier normale Stäbchen erstmal. Dann lasse ich ein bisschen locker aus und ziehe dann nach vorne. Drei Luftmaschen, ein auslassen, in den nächsten das gleiche. Drei Luftmaschen. Und so mache ich die ganze Runde. Solche Popcorn sollen 8 Stück sein. Am Ende, so die sind schon 8, mache 3 Luftmaschen, ein auslassen, das ist alles richtig, und komme in die Spitze von erster Popcorn. Und verbinde die Reihe. Kann schon abschneiden. Und werde die gleich hier mitnehmen, so zum Verstecken. Die Farbe nehme ich als nächste. Komme da in die Luke rein. Und hol den Faden nach oben. Drei Luftmaschen. Die nehme ich auch mit. Die Faden meine ich. Zum Verstecken. Und mache noch zwei Stäbchen in die gleiche Luke. Das wird auf die Seite. Dann mache ich eine Luftmasche. In die nächste Lücke werde ich zwei Gruppen von drei Stäbchen machen. So. Ganz klassische Granny Square. Drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch drei Stäbchen in die gleiche Stelle. Eine Luftmasche zwischen und komme auf die Seite in die nächste Luke zwischen Popcorn, mache drei Stäbchen.
eine Luftmasche, in die nächste Luke wieder die Ecke. Zwei Gruppen von drei Stäbchen. Drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch drei Stäbchen. So, häkle ich bis zum Ende und von einer Runde bekomme ein Quadrat. Am Ende mache ich eine Luftmasche und verbinde die Reihe in die dritte Luftmasche, den ersten Stäbchen. Schneide es ab. So, ein schönes kleines Stück habe ich bekommen. Und jetzt werde ich nur die zwei Seiten umhäkeln. Jedes Mal mit gleicher Farbe zwei Reihen, so hin und zurück. Nehme ich erst den Grün. Komme auf die Ecke rein. Hol den Faden, drei Luftmaschen nach oben und noch zwei Stäbchen in die gleiche Luke. Eine Luftmasche, in die nächste Luke wieder drei Stäbchen. Eine Luftmasche, in die nächste drei Stäbchen. Eine Luftmasche, komme auf die Ecke, zwei Gruppen von drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch drei Stäbchen. Und mit einer Luftmasche und drei Stäbchen komme ich bis Ende von dieser Seite. Nicht die ganze Runde, nur bis dahin. Eine Luftmasche, in diese Ecke mache noch drei Stäbchen, die gehören zu dieser Seite. Dann mache drei Luftmaschen nach oben, drehe den Arbeit, noch eine nach links und mache in die nächste Luke wieder das gleiche. Drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen, eine Luftmasche und mache das bis die Anfang mit grünen Faden. Nicht vergessen, auf die Ecke zwei Gruppen von drei Stäbchen. Am Ende von dieser Reihe mache ich eine Luftmasche und in dritte Luftmasche von Anfang, so, ja, mache ich ein Stäbchen. So kommt die Seite geradeaus. Und jetzt soll ich wieder die Farbe wechseln. Nämlich das letzte. Bei den letzten Stäbchen
das nicht bis zum Ende mache, einfach die letzten zwei Maschen oder Ketten, wie heißen die, mache die zusammen, zwei letzte zwei Faden auf die Nadel, komme mit drei Luftmaschen nach oben, drehe das auf die andere Seite und jetzt gleich in die Lücke werde ich drei Stäbchen machen, aber eine habe ich schon, zwei Stäbchen. Eins und zwei. So, den habe ich nicht abgeschnitten, weil hier ist die letzte Reihe auch mit der Farbe. Und mache weiter das gleiche. Drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen, eine Luftmasche und wieder bis da, bis die Ecke. Auf die Ecke zwei Gruppen von drei Stäbchen mit zwei Luftmaschen zwischen. Hier auf die Ende, nicht ganz Ende, aber die Reihe soll ich noch drei Stäbchen in die Lücke machen. So. Und dann wieder drei Luftmaschen nach oben, eine nach links und wieder das gleiche rum. Bis die Ecke bin ich auf die linke Seite, letzte Luftmasche und komme in die dritte Luftmasche am Anfang, so das erste Stäbchen sozusagen. So, die zwei Faden hab ich gehäkelt und die letzte zwei nehme ich noch schon die grüne Faden. Ziehe nicht ganz fest, das soll so locker bleiben. Mache drei Luftmaschen nach oben, drehe den Arbeit und jetzt in die Lücke mache noch zwei Stäbchen. Eine Luftmasche drei Stäbchen, eine Luftmasche und jetzt soll ich den ganzen Quadrat umhäkeln. So. Komme die Seite, dann die Ecke, zwei Gruppen von drei Stäbchen, wieder die Seite und die beiden auch. Komme bis dahin und komme gleich wieder. Also, letzte drei Stäbchen auf die Seite habe ich schon gemacht. Mache zwei Luftmaschen und komme auf die andere Seite von der Ecke und mache noch drei Stäbchen. Eine Luftmasche und komme in die nächste Lücke. Drei Stäbchen. Eine Luftmasche und die nächste Lücke ist dahin, die Ecke von der grauen Farbe. Es ist nicht genau grau. Aber hoffentlich haben Sie was verstanden. So, drei Luftmaschen. Drei Stäbchen, eine Luftmasche.
drei Stäbchen, eine Luftmarsch. Die Ecke ist auch so, drei Stäbchen, zwei Luftmaschen zwischen und noch in die gleiche Stelle noch drei Stäbchen. Eine Luftmasche, in die nächste Lücke wieder das gleiche. Eine Luftmasche, die Faden nehme ich gleich mit, eine Luftmasche und die letzte Lücke. Und gleichzeitig die Ecke. Drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und in die dritte Luftmasche verbinde ich die Reihe. So, ein Stück habe ich bekommen. Kann man natürlich mit Farben experimentieren und mit Reihen, die können verschiedene Farben sein, so eine nach eine. So, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis nächstes Mal.